Moinsen zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Ja, es wird auswärts mal wieder gereist, das letzte Mal seit München. Also es wird einiges gut zu machen auf meiner Auswärtsbilanz diese Saison, würde ich mal behaupten. Das erste Spiel auch wieder nach dem Deadline-Day, ne, hat sich jetzt nicht viel getan, aber einer kam dazu, Mo Dahoud. Mal gucken, ob der schon mal spielt, also nicht von Beginn an, aber ob der vielleicht mit einer Einwechslung kommt für sein Debüt sehen heute in Freiburg. Wo ich auch bisher einmal war, das war noch im alten Stadion, auch noch Ewigkeiten her, glaube 2014 so im Dreh war das, 4-1-Sieg, war glaube auch das Debüt, das erste Spiel von Stevens damals. Ich meine Doppelpack Werner, Crueso, Harnik, auf jeden Fall gute Erinnerungen an Freiburg aus. Die Serie darf gerne weitergehen in Freiburg, auch wenn es eben noch ein anderes Stadion ist, wir haben sehr Neues hingestellt. Bin sehr gespannt drauf, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir den Platz 3 verteidigt haben, durch das Unentschieden von Dortmund gestern in Heidenheim, auch schon mal sehr geil. Und was wir auch schon wissen, in welchen Trikots gespielt wird, Weiß gegen Grün heißt heute, Weiß-Freiburg-Grün-VfB wegen Rücksicht auf Rot-Grün-Schwäche. Auch sehr interessant, aber ja, scheint echt ein großes Ding zu sein, auch im Kader selber von Freiburg und sowas, auch historisch. Deswegen interessante Nummer. Wir wissen schon, welchen Trikot wir spielen. Grünes Trikot, Ausweichtrikot, auch mal was Neues oder was Besonderes, spielt ja nicht so oft da drin. Zum Spiel habe ich schon viel gesagt im Vorbericht und so weiter und so fort. Freiburg ist immer absolut harter Brocken, stehen auch jetzt wieder oben mit ja, Europa League-Nähe, Conference League-Nähe, wie auch immer, die sind immer eklig zu bespielen, die letzten Jahre in Freiburg taten uns sehr, sehr weh, oft knapp verloren, oft auch strittige Entscheidungen, sehr, sehr eklig, 3 Spiele im Stück verloren in Freiburg, ich hoffe, dass die Serie ja, beendet wird, auch unsere Auswärtsbilanz aktuell beendet wird, ne? Es sind ja viele Pleiten am Stück, auch mit Heidenheim und so weiter noch dazu, mit Gladbach, Bochum, das ist schon nicht so geil aktuell, wobei meine bisher echt in Ordnung ist. Ich war davor noch in Frankfurt, davor noch in Mainz und davor noch erste Pokalrunde. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, bin gerade, ja doch, müssen nichts vergessen haben und dann eben noch München. Ne? Aber das sei mal gegeben, dass du da verlierst. Deswegen, ich hoffe, dass ich meine Bilanz eher vorsetze als dieses VfB. Hab brutal Bock drauf, Auswärtsblock, sieht ganz schön aus, kannst dir in so einem 3D-Modell ja auch angucken bei der Homepage bei Freiburg. Sieht geil aus, sieht nach einem geilen Blick aus, geile Stimmung. Wir sind sowieso euphorisiert nach diesem Sieg gegen Freiburg, gegen Leipzig, ist ganz klar. Deswegen, ich glaube, einen Punkt nimmt man mit in Freiburg grundsätzlich immer. Verlieren musst du da nicht und ein Sieg ist auch drin. Ah!
Steht auf, wenn ihr schwarz seid. Steht auf. Ach, geil. Steht auf, wenn ihr schwarz seid. Steht auf, wenn ihr schwarz seid. Steht auf, wenn ihr schwarz seid. 1893, hey! Hey! 1893, hey! Hey! 1893, hey! Oh!
Bielefeld, Alter. Ja. Auswärtsbilanz bleibt stabil, aber wie ihr es kennt, alles chronologisch, Stichpunkte vor mir oder einige vor mir gehen wir durch. Nummer 1 muss ich sagen, schon ein bisschen frech, dass du in dem Auswärtsticket kein ÖPNV drin hast. Also ich glaube, in Heimtickets ist es so, Auswärtstickets nicht, bisschen frech. Vielleicht haben sie es so gelöst, weil mit dem sind wir auch hingefahren. Sonderzug vom Hauptbahnhof zum Stadion hin und da wurde auch keiner kontrolliert, vielleicht deswegen. Na, so gesehen auch Stadionticket quasi, auch für Bahn drin oder für den Transport vom Bahnhof zum Stadion. Deswegen löst es dadurch irgendwie, aber offiziell hast du kein ÖPNV-Ticket. Passt auch, ne? Thema Freiburg ist ja so ein Ding, ne? So ganz, ganz viele Fahrräder und so. Vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, diesen Öko-Touch oder wie auch immer, ist auch alles in Ordnung. Und dann gerade da hast du dann im Auswärtsticket auf einmal kein ÖPNV drin. Aber wie gesagt, vielleicht war da dann tatsächlich diese Sonderzuglösung. Und wie gesagt, so viele Fahrräder, so viel mit Fahrrad angereist und sowas. Das war schon ein besonderes Bild in Freiburg auf jeden Fall. Auch kurz noch 2-3 Meter durch Freiburg gemacht, habe ja auch gesehen dann, ja, in diesem Musikpart, sag ich mal, vor dem Vlog hier. Interessant war an den Startelf direkt, ne? Die Frage, Dreierkette, Viererkette, oh, Stergio drin, Leveling auf der Bank, war dann klar, gut, damit macht er eine Dreierkette hinten, damit wir eben hinten Anton, Roh und Stergio stellen können. Interessante Lösung auf jeden Fall. Was man auch sagen muss in Freiburg, das ist meistens so, ne? Aber hier fand ich es auffällig, nettes Personal gewesen. Überall von Bahn zu Stadion. Auch eine gute Wurst haben sie präsentiert. Ich habe es erst angesprochen vor einer Woche mit Thema, ja, Thema Rinde, Thema Baumrinde in Sachen Brötchen beim VfB. Das in Freiburg kann sich sehen lassen. Das war sehr, sehr ordentlich. Also einfach ein gutes generelles Ding fand ich da vor Ort. Interessant auch André Chase Kaderdebüt bekommen. Ja, aus der Jugend, Innenverteidiger, klar, braucht es halt was. Auch im Kader von der Breite her für Daxo. Auch da Thema für Daxo. Auch sehr schöne Aktion. Alle in einem 23er-Trikot aufgelaufen, mit Rückennummer drauf. Seine Nummer haben wir auch beim 1-0, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann auch das Trikot gezeigt von Daxo. Sehr, sehr geile Aktion auf jeden Fall. Da merkst du, dieses Team, es stimmt komplett. Plus auch die Riesenrolle innerhalb des Kaders von Daxo, merkst du, ne? Also die Wichtigkeit ist auch da ganz klar geworden. Dann haben wir schon gesehen, wurde nämlich ausgeteilt, die roten Blätter, sag ich mal, roten Pappen, wie auch immer, Pyro, wollte ich gerade sagen, hier Konfetti und so Geschichten, weil Choreo incoming, sehr geil gewesen, sieht natürlich im ersten Moment nicht, was passiert, weil du eben, ja, Pappe vor dir hast, Konfetti schmeißt, whatever, aber geile Bilder wieder gewesen. Wir sind die Jungs aus Cannstatt, sehr, sehr starke Choreo, gut um reinzukommen. Generell muss ich sagen, sehr geile Plätze, wirklich guter Auswärtsblock. Ein bisschen doof ist halt dieses Ballnetz vor einem, das ist halt von der Sicht her irgendwie ab der Hälfte, hast du halt so ein Mückengitter vor dir gefühlt, aber sonst wirklich schön gebaut das Ding, schöne Plätze auch. Und dann der Start, also was müssen wir drüber sagen? Ich hab vor dem Spiel, glaube ich, auch im Clip gesagt, bin gerade gar nicht mehr sicher, was ich vorhin schon gesagt habe, aus Spaß, wir treffen heute wieder so früh wie in Frankfurt damals. Gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das hatte ich auch direkt im Kopf und auf einmal passiert's. 3. Minute, Undaf, wie auch schon in Frankfurt, trifft auch da 3 Minuten. Ein endgeiler Ball von Anton. Klar, den musst du verteidigen grundsätzlich, so ein Ball darf nicht durchkommen, ne? Aber vom Ding her, endgeiler Ball, so ein bisschen Pavard-Flashbacks, so Pavard auf Mané, 2. Liga. Endgeiler Ball gewesen, Undaf auch aus dem Winkel, muss den erstmal so ansatzlos machen. Eiskalt, unhaltbar in die Ecke. Was ein Start, was ein Finish, überragend. Und dann ja auch wieder, 7. Minute war es ja, glaube ich, ne? Da liegt Undaf vor, auch top vorbereitet, ruhig geblieben, durchgesteckt. Führig hat es dann einfacher als Undaf im Abschluss, er macht ihn auch eiskalt. 2-0 nach 7 Minuten. So, natürlich, Stimmung war ja eh schon geil durch die Choreo und so, da gibt es auch nochmal extra Push. Aber ab da war natürlich sowieso vorbei. So direkt komplett angestachelt, brutal geil gewesen. Und dann natürlich auch, ne, habe ich aufgeschrieben, ne, könnte schlechter laufen, ne, ist so sarkastisch gemeint, ironisch gemeint, rote Karte, Freiburg nach 18 Minuten war es, glaube ich, waren sie dann in Unterzahl, 10 gegen 11, ja, muss man sagen, klar, will er nicht, ne, aber
sehe da keinen Grund für Beschwerde, whatever. Auch ab dem Zeitpunkt, wo der Schiri den hier gemacht hat und raus ist, war für uns irgendwie klar, wenn er sich so einen Fall nochmal anguckt, gibt es schon im meisten Fall auch noch die glatt rote Karte. Jetzt vorhin eben erst wieder gesehen, eine Wiederholung. Ich sage, will er nicht, aber am Ende des Tages, ja, bleibt er auch voll drauf auf dem Weg, voll drauf quasi im Foul, zieht dich zurück, nix überhaupt nicht. Der Treffpunkt bei Mittelstadt ist halt total eklig, deswegen ganz, ganz klar rote Karte, gar keine Diskussion. Mittelstädt auch dann natürlich logischerweise wichtiger gewesen, dass der das überstanden hat, diese Situation, als dass das der Freiburger rot gesehen hat. Das hat er überstanden auf jeden Fall. Der hat noch weitergespielt und auch sehr wichtig geworden. Deswegen wichtig ist es, dass da nichts Schlimmeres passiert ist bei der Szene auf jeden Fall. Und dann auch da, ne, ein bisschen Angst habe, dass jetzt der Jinx wird quasi, den ich mir selber eingebaut habe. Aber da habe ich schon reingeschrieben nach 18 Minuten, das ist ein Pflichtsieg. Weil ist ja so, du führst nach 18 Minuten oder führst nach 7 Minuten, nach 18 kriegt der Gegner gelb-rot. Das heißt, du läufst da jetzt irgendwie ja, 70 Minuten rum mit Überzahl und 2-0 Führung. Da war klar, wenn du das Spiel noch abgibst, bist du komplett dumm. So, ist ja am Ende des Tages wirklich nicht passiert. Aber ein bisschen Spielverlauf haben wir natürlich noch. Aber auch da schon geschrieben, Freiburg macht keinen Stich. Haben sie auch schon vor der roten Karte nicht, danach auch nicht mehr großartig. Was halt dumm war, in der Nachspielzeit mit 45 plus 11 oder was es da war, Standard-Gegentor, das nächste. Und auch der locker und einfach. Leipzig war es ja auch schon, Šeško kam komplett frei zum Kopfball. Hier auch wieder, haben wir auch schon angesprochen, es war ja klar, Freiburg kann Standards, Grifo kann Standards, aber das Ding darf halt auch so nicht fallen. Auch Nübel muss man da leider mal mit reinnehmen in das Thema. Wenn du aus deinem Fünfer rauskommst als Keeper, musst du ihn haben, ist so ein bisschen die, ich sag mal, naive Grundregel, aber den muss er halt, oder den muss er halt wegbleiben oder muss energischer rangehen, wie auch immer, springt da quasi, ja, landet nicht mehr in Nähe vom Ball, sondern einfach in zwei, drei Spielern drin. Einer davon ist halt der Freiburger, der ihn reinköpft. Komplett dumm, komplett selbstverschuldet, unnötiges Gegentor. Standard ist echt ein absolutes Thema bei uns in der Verteidigung. Damit geht es mit 1-2 in die Pause rein. Von Freiburg kam jetzt nicht die, oder für mich kam jetzt nicht die Angst auf durch die Leistung von Freiburg so rum, dass hier irgendwie noch was abgegeben wird im Spiel, aber im Kopf als VfB-Fan, auch in den letzten Jahren in Freiburg oft auch mal ein bisschen unverdienter verloren und ein paar Szenen und Spielverläufe gegen dich gehabt in Freiburg. Deswegen kam ja schon so ein bisschen mentale Angst, aber jetzt nicht irgendwie Angst, die vom Platz ausging. Vor allem natürlich ein paar Chancen gehabt, aber jetzt auch nichts Enges auf ein 2-2 oder wie auch immer. Auch direkt gesagt, nach der Halbzeit am besten, wie gegen Leipzig auch sofort reinkommt, 3-1 und sofort Ruhe stellen. Kam ein bisschen später das 3-1, aber es kam ja noch. Und dann komme ich hier nochmal rein, so ganz, ganz offen und ehrlich, weil aus irgendwelchen Gründen hat die Kamera hier nach 8 Minuten aufgehört aufzunehmen. Da habe ich schon extra das Handy genommen diesmal, weil wir dieses Problem mit dem Fokus nicht haben, so als Zwischengang, Übergangslösung. Aber aus irgendwelchen Gründen hört das wohl nach 8 Minuten auf aufzunehmen, den Modus, in dem ich es hier habe. Deswegen hier der Cut in dem Punkt und wir machen hier weiter, weil ich wollte jetzt euch nicht, was waren es danach, noch knapp 5 Minuten oder sowas mit Standbild oder mit irgendwas überlassen. Deswegen da mal kurz der Cut und ich übernehme thematisch da, wo es nach 8 Minuten Schluss war mit beim ersten Aufnahme, nämlich bei dem Thema natürlich, was wir auch wieder hatten, ne, Unterbrechung, Protest, DFL, die ganze Geschichte, habe ich auch schon mal dazu geäußert, grundsätzlich alles in Ordnung, man kann da thematisch auch voll mitgehen, ich bleibe dabei, das ist halt der, die Wirkung bleibt für mich halt fraglich. Ist halt schade, dass man es auch so sehen muss oder dass ich so sehen muss halt, ne? Weil es könnte natürlich sein, dass es auch eine Wirkung hat und dass man sich dann irgendwann mal zusammen an den Tisch setzt und darüber redet mit den ganz Großen und wie auch immer die Fanclubs miteinander, mit der DFL, Pipapo, so Geschichten. Aber die Vergangenheit hat gesagt, dass es halt nicht so passiert, ne? Da wird sich nicht an den Tisch gesetzt, da passiert halt nichts und da wird es auch keinen jucken, wenn du jetzt den Rest der Saison jedes Spiel ein paar Tennisbälle, Murmeln, whatever auf den Platz wirfst, Schokomünzen, das wird für die da oben nicht tangieren, glaube ich, ne? Aber hier, um es mal witzig zu machen quasi oder ja irgendwie sarkastisch in irgendeine Richtung zu drehen, witzig gemeint zu drehen, habe ich hier aufgeschrieben, dass er echt mittlerweile jedes Mal aufs Neue gefühlten Zug schon mal von Beginn an im Kopf haben kannst, einen Zug später zu buchen. Weil erste Halbzeit waren 11 Minuten Nachspielzeit, zweite Halbzeit waren 10 Minuten Nachspielzeit durch das. Da kannst du jedes Mal schon davon ausgehen, dass du ein bisschen länger im Stadion bist als normalerweise. Und dann ne, Freiburg ein bisschen was versucht in der zweiten Halbzeit, Anfang zweiter Halbzeit vielleicht ein bisschen mehr Druck gemacht, aber wie gesagt, nicht groß zu Chancen gekommen, nichts, wo ich jetzt groß Angst hatte auf ein 2-2 oder sowas, die war nur im Kopf aus der Vergangenheit des VfB, nicht aus dem, was wirklich auf dem Platz passiert ist. Und dann steht der Stichpunkt hier drin und finde ich auch okay, da muss ich halt nochmal ein zweites Mal vorlesen, mache ich super gerne. Mittelstädt, du Gott. 3-1, auch da Vorlage Undaf, wunderschön durchgesteckt. War mir jetzt erst recht spät nach dem Spiel irgendwann klar, dass auch Undaf das dritte war. Erst zwei sind klar, Tor und Vorlage, das ist die zweite
zweite Vorlage auch noch kam für Mittelstädt, hatte ich gar nicht im Kopf. Deswegen an allen drei Toren beteiligt. Unfassbar bei Unna, wie es aktuell läuft. Nach dem Leipzig-Spiel auch noch. Da halt so ein unfassbar cooler, abgewichster und auch so sau cleverer Abschluss, auf den ich gar nicht gekommen wäre. Ich glaube, ich habe es ja auch, glaube man hört es akustisch raus, glaube bei der Reaktion aufs Tor. So ein Wow, was macht denn der hier? Der lupft tatsächlich und der ist im Tor, weil zuerst sah es so aus, so eng auf den Keeper drauf, dass der irgendwie drüber geht, der Lupfer oder sowas. Und dann auf einmal landet er hinten im Tor drin und nicht auf dem Tor oder hinter dem Tor. Absoluter Weltklasse-Abschluss. Mittelstädt, eine geile Sau einfach. Nächste Stichpunkte sind, ich liebe ihn, Maximilian Mittelstädt, und ich liebe alles daran, an der Situation, am 1:3, am Gesamtgefühl von dem Tor, auch die Erleichterung, zwei Tore Abstand, das wird es wohl gewesen sein, ne? War jetzt, glaube ich, so 15 Minuten vor offiziellem Ende, also vor der 90., nicht vor der 100., die wir am Ende als Spielende hatten, aber unfassbar. Mittelstädt wird hier seit Wochen hochgelobt und das auch absolut zu Recht. Geht auch so für die Kurve, stellt sich dahin. Auch danach, als die Spieler wieder rüber sind, Richtung Anstoß, so quasi schon Rücken zur Kurve hat, das dreht er sich nochmal um, macht den hier bald die Faust hoch und pusht die Fans, greift sich ans Trikot, greift sich ans Wappen. Der Mann ist komplett hier, der Mann brennt für den Verein. Unfassbar geil, der Typ. 500.000 im Sommer. Es war ein kompletter Diebstahl. Weltklasse. Mittelstädt. Danach Freiburg noch ein, zwei Szenen gegen Ende gehabt. Klar, und Nübel noch ein Ding gehalten zum Beispiel. Die größte Szene war natürlich noch das mit Roh auf der Linie. Der er wegkämpft, kurz vor Linie, nochmal zum Anschluss wäre es dann gewesen für Freiburg. Aber sonst, wie gesagt, nicht zwingend genug, als dass sich hier Freiburg irgendwie Punkte hätte verdient in dem Spiel. Meiner Meinung nach zumindest. 40 Punkte stehen jetzt zu Buche. 1:3 ab für 40 Punkte. Damit auch, für mich war es auch schon bei 34, auch schon bei 37 Punkten. Eigentlich schon vorbei das Thema, auch in letzten Saisons gesehen, aber manche wollen sie ja, die obligatorischen 40 Punkte sind sie auch erreicht, jetzt haben wir sie, damit so gesehen auch offiziell der Klassenerhalt gesichert, wenn man danach geht. Platz 3, auch das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, wie viel, aber auch mit Abstand auf Platz 5, auf Platz 6 und so weiter und so fort. Es ist kompletter Vollwahnsinn und man könnte fast meinen, würde auch irgendwie Sinn machen, dass sie intern gesagt haben, gut, wir spielen hier runter, auch ganz generell, ne, hier geht weiterhin keiner ab beim VfB, auch von Offiziellen nicht, ist ja klar. Auch von Aussagen, nicht Spieler, nicht Trainer, nicht und so weiter. Aber es hätte man gesagt, jo, 40-Punkte-Marke erstmal reichen und danach können wir ein bisschen höher reden, sag ich mal. Weil das erste Mal Anton sagt, spricht's offen an, wir spielen guten Fußball, wenn die Saison so weiterläuft, wenn wir weiter so abliefern, wollen wir natürlich international spielen. Richtige Aussage auch und das erste Mal auch eben auch in diese Richtung. Auch schön zu sehen, Dahoud, der reinkam, es auch ordentlich gemacht hat. Wie gesagt, heute fällt sowieso gar keiner ab, gefühlt. Ne? Ist ja sowieso klar, bei so einem Spiel, bei so einer Leistung auswärts fällt gefühlt keiner ab. Ein paar bisschen besser als die anderen, aber das war einfach eine super, super Mannschaftsleistung heute. Und Dahoud wollte ich ansprechen, auch sofort dabei gewesen, auch beim Jubeln in die Kurve reingestrahlt. Auch da geile Bilder wie bei Mittelstädt. Super geil, der findet, glaube ich, sofort einen Top, so wie man sich das auch vorgestellt hat. Ne? Und da auch jetzt hier, ne? 5-0 in der Hinrunde, 3-1 in der Rückrunde. Also ich wüsste jetzt echt nicht, wann wir das letzte Mal gegen Freiburg in einer Saison beide Spiele gewonnen haben. Es dürfte ein bisschen her sein wahrscheinlich, weil, kann ja schon sagen, es ist ja fast eine Art Angstgegner geworden in den letzten Jahren. Ne? Immer eklig auf jeden Fall, bleibt auch dabei. Freiburg bleibt auch eklig, ne? Nächste Saison wird es genauso eklig werden, gegen die zu spielen. Deswegen umso besonderer und umso geiler jetzt auch endlich mal. Wie gesagt, letzten Jahre war es auch mal ein bisschen unglücklicher gegen Freiburg zu Hause und auch auswärts, die Saison beide Spiele gewonnen zu haben gegen Freiburg und beide auch hochverdient gewonnen zu haben. Richtig, richtig geil auf jeden Fall. Jetzt schon mehr Saisontore erzielt als eine gesamten letzten Saison nach 34 Spieltagen ist auch der absolute Wahnsinn und Zeug von der Qualität, die wir aktuell haben, vor allem eben auch offensiv, aber logischerweise, wenn du oben stehst, auch defensiv, da muss überall Qualität da sein. Es ist alles einfach nur wunderschön, die Auswärtsbilanz wird aufgeschönt nochmal, habe es ja im Intro angesprochen, wo ich bisher war, wird nochmal aufgeschönt durch den Sieg in Freiburg, man kann mit dem VfB echt auswärts fahren, klar, sagen manche, die in Bochum und Gladbach waren, naja, mal abwarten, aber Stand jetzt kann man vor allem im Vergleich letzten Saisons mit dem VfB wieder deutlich besser auswärts fahren. Auch da waren wir dabei, ist ja ganz klar, auch ich war dabei bei einigen Auswärtsfahrten, einigen Vollbrüchen, aber deswegen ist es ja umso schöner, ne? Deswegen heißt es ja nach all der Scheiße jetzt auf die Reise, weil man eben auch die letzten Jahre und Jahrzehnte mitgemacht hat und jetzt eben mal wieder eine Saison hat, die wirklich eine Form von Wohlfühloase ist. Es ist wunderschön, damit kann man es glaube ich echt zusammenfassen. Auch der Trip ganz insgesamt war einfach grandios, von Anreise, Abreise, Orga, Spiel, Stimmung, alles dabei gewesen, wunderbar. Zum Abschluss nochmal, auch kurz bevor wir dann zu Hause waren, wieder nochmal Paradise City angemacht, um das Ganze abzurunden.
Wunderschön einfach. Jetzt geht's nach Leverkusen, also für den VfB zum Pokal natürlich. Ich bin jetzt nicht vor Ort, aber ihr könnt ja dazukommen zu mir in den Livestream, ein bisschen über Spiel reden, schreiben, dies, das, wie ihr es kennt aus den Livestream-Reactions. Wer auch mit reist nach Leverkusen, alle Voraussicht nach, sind Guirassy und Ito, beide rausgeflogen bei Asia Cup und im Afrika Cup. Beide, ne? Bank, denke ich mal, also es wird noch keine Startelf sein, aber auf jeden Fall, um auch das Wortspiel mitzunehmen, eine absolute Bank, die beiden wieder im Kader zu haben, die beide auf der Bank wieder zu haben, auf jeden Fall. Und zum Abschluss auch natürlich sehr, sehr wichtig, ein Heimspiel noch wichtiger natürlich, weil ich da nur Audio habe, auch hier wieder, denke ich, ein bisschen was eingebaut davon. Vielen, vielen Dank an jeden, der mir hier wieder Clips geschickt hat. Ich finde das wirklich ganz, ganz besonders. Vor allem natürlich in Heimspielen noch viel wichtiger in dem Sinne, weil ich da halt eben nur Audio liefern kann. Natürlich irgendwelche Tore, irgendwelche Szenen, dies, das, Clips generell jetzt einfach aufwerten und wichtig sind eben für das. Heute habe ich ja selber gefilmt, ne, in dem Zusammenhang. Aber auch heute wieder sehr, sehr geil, dass die Leute was geschickt haben. Auch da, klar, ich baue nicht alles ein, ist ja auch klar. Schau, was fürs Video passt, was mir gefällt, dies, das. Aber auch da auf jeden Fall, um das immer so richtig mit dem Video drin zu haben, sag ich mal. Ich freue mich wirklich über alles, was ihr mir schickt. Ich finde es ganz, ganz besonders. Wie gesagt, vor allem für Heimgeschichten natürlich, weil ich eben nur Audio liefern kann. Dort konnte ich ja wenigstens auch selber Video liefern. Aber einfach ganz klar, es ist was ganz Besonderes. Der Support von euch, von der Community, ne, auch über das hinaus, das Video schaut, über die Likes hinaus, Abos und so weiter und so fort, die guten Kommentare, der Support auch in dem Sinne nochmal die Videos zu schicken und sowas, zu sagen, ey cool, ich mach das, ich schicke das dem, geh auch da nochmal, mach selber Aufwand, quasi Aufwand für den Kanal und so Geschichten, für die Videos und so, freut mich extrem, deswegen auch da ganz klar an jeden, der mir das schickt, ich freue mich über alles, ne, ganz klar, aber natürlich kann ich auch nicht alles einbauen oder muss halt immer da gucken, wie ich es mache, ne, ist ja auch ganz klar Geschichte, und seid ihr wieder dran, auch als Community, ab in die Kommentare, wieder an so einem Tag, wo man die Glückseligkeit freien Lauf lassen kann in den Kommentaren zum Spiel, zum Vlog, zum VfB, zu allem. Gerne Kommentare da lassen, ganz klar Geschichte. Wie immer auch gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ist auch klar, auch wichtig für den Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.